Ob ich total müde bin, weil wir bis 4 oder 5 Uhr morgens in der Früh die Koffer gepackt haben. So ein bisschen vielleicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich mache jetzt ein bisschen Frühstück. Mein Onkel kommt gleich. Tutti macht sich gerade auch fertig. Die wollte auch nicht aufstehen. Ich so, Bruder, langsam, wird's ernst. Steh auf. Wir haben hier schnell Brötchen aufgebackt, damit die schön warm sind. Ansonsten nur so Kleinigkeiten zum Schmieren. Das Ding ist, wir haben 11 Uhr und ich brate uns gerade ein Cordon Bleu-Schnitzel an. Ja, das ist übrigens vegan, das ist wirklich das Beste Schnitzel, was ich jemals gegessen habe. Und ihr müsst euch heute denken, ich wollte es schon die ganze Zeit essen, aber ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft. Jetzt gehen wir und es wird dann kaputt gehen, also ne, ablaufen oder was auch immer. Die Babys sind jetzt hier drinnen und werden schön knusprig. Jetzt warte ich, bis wir uns ein bisschen fertig machen, bis mein Onkel kommt, wir gefrühstückt haben. Ich habe gar nicht so großen Hunger am Morgen, aber das kommt später. Deswegen versuche ich jetzt schon viel zu essen. Mom, ich liebe dich. Ey, seid ihr ready? Wir sind ready. Ready? Ready, heute. Laptop ist auch hier. Ja, ich warte auf meine Schuhe, falls du mich fahren lässt. Unwahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Er lässt mich bestimmt nicht fahren, aber ich nehme die trotzdem mit. Wir sind jetzt unterwegs. Ich habe extra auf die Uhr geguckt. Wir sind um 13 Uhr gestartet, vor 5 Minuten. Ich werde jetzt extra einen Timer machen, um zu gucken, wie lange wir brauchen. Let's go. Mein Onkel hat geguckt. Wir haben gar keinen Stau, hat er gesagt. Wir brauchen nur 11 Stunden. Nee, oder? Ungarn, Serbien. Ach so, okay, bis Serbien brauchen wir 11 Stunden. Ab Serbien kann man nicht mehr, da weiß man nicht mehr. Kann man einschätzen, aber ab Serbien darf... Ich wollte gerade sagen, ey, wenn wir nur 11 Stunden gebraucht hätten, wäre es peinlich, weil ich habe überall gesagt, dass sie 30 Stunden unterwegs sein werden. Nein? Okay. Ich hoffe nicht. Voll viele haben mir geschrieben, die haben in Serbien 6-7 Stunden gewartet. Jetzt meine Lage, Friends. Also, dieses Auto von drinnen ist einfach ein Flugzeug. Ich habe so viel Beinfreiheit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier haben wir alles reingestopft, was wir brauchen. Hier sind Snacks, Rucksack, weil da sind ja Pässe und sowas. Das werden wir immer wieder rausholen müssen. Also haben wir es nicht nach hinten getan. Da sieht man übrigens den Koffer. Dann Kissen. Hier ist so eine Kühltasche. Da haben wir kalte Energydrinks und was weiß ich. Und das Beste ist, mein Onkel tut mir leid so. Er sitzt neben Tutti. Er wird jetzt ganz... Aber ist jetzt hier hinten, ne? Und mir geht's gut so. Ich habe niemanden so... Ich kann Kopfhörer anziehen. Ich rede guck mal hier. Mann, man denkt, ich sitze gerade erste Klasse. Ich sitze gerade hier hinten wie ein Pascha. Ich kann gar nicht machen, was ich will. Leute, ich habe schon angefangen zu nerven, diesen Tabletten. Der so, oh, geh mir nicht auf die Nerven, gib mir Red Bull. Ich so, das ist aber genauso was. Koffein-Kick-Tabletten. Leute, Richtung Frankfurt. Der fährt auch ohne Navi und der so. Der fährt ohne Navi, mein Onkel, so alles im Köpfchen. Eigentlich, Leute, mit dem Auto bin ich noch nie gefahren. Immer nur mit unserem Auto. Mit seinem Auto noch nie. Das ist komplett anders. Es ist komplett anders. Das Auto ist breit. Überall so Knöpfe. Der eine massiert, der andere erzählt eine Geschichte. Kommt so hin, die machen so. Du machst hier noch ein bisschen Kopf, wenn du... Der Schönste! Wir melden uns in einer Stunde mal und mal gucken, ob die Laune noch so hoch ist. Ey, ich werde mich anstrengen. Ey, einfach ein Albaner, du, ich fahr ihm hinterher, wir gehen zusammen. Warte, Hand in Hand. Ey, wie geil ist das, Junge? Ein einfach rotes Auto hat ein albanischer Adler drauf gemacht. Ich küsse dein Herz. Unwahrscheinlich, genau jetzt, vor einer Sekunde, hat mir jemand geschrieben mit einer albanischen Flagge. Safe Air! Ey, was filmst du nicht? Warum isst man so? Ich verstehe das nicht. Tutti. Ich kann es erklären, wir waren eben gerade im Stau und ich habe gesagt, ich lackiere mir kurz die Nägel, aber der Stau ging nur so eine Minute. Ja, so ich schaffe das. Ich habe schon meine ganzen Beine voll gemacht. Imagine, wie es gerade hier im Auto riecht. Einfach, das Witzigste ist, ich habe hier am Nacken, irgendwie habe ich mich verrenkt, Leute. Ich benutze eine China-Creme, ja. Wir mischen das so. Genau, das ist so wie Pferdebalsam, ne. Für die Leute, die es kennen, ihr wisst, wie das stinkt. Das ist so ein brennender Geruch, ja. Das Auto stinkt danach, dann eine Mische daraus und Tuttis Nagellack. Ja, eigentlich wollen wir gerade so eine chemische Vergiftung machen. So. Mein Onkel einfach so. Ich fahre nie wieder. Kurzer Zwischenstand, wir haben schon 2:50. Also wir fahren schon seit 2 Stunden, glaube ich. Wir sind ja so um 1 losgegangen. Doll, wo sind wir? Wir sind, glaube ich, in Nähe Nürnberg. Auf jeden Fall, die Snacks haben sich gelohnt. Wir haben schon ein paar Kekse gegessen. Ich esse die hier, das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Voll lecker nach Balla Balla. Ja, Pico Balla. Übrigens Veggie, ja, bevor dir irgendjemand was sagt. Gerade eben, wie du schon gesagt hast, hatten wir ein bisschen Staub. Der ging aber nur so eine Minute und jetzt läuft es wieder. Oh mein Gott, Digga. Oh. Hat sich das jetzt gelohnt zu dir? Ey, kennt ihr diese Fotos auf Google, wo die so sagen, schlimmste Nägel? So stell mal bitte aus. Auf Google. What the fuck? Mein Onkel hat unbedingt Lust auf Chips. Ich so, ach, zum Glück habe ich hier den Vorrat. Tutti, ich habe extra für dich diese Chips gekauft. Extra Stapel Chips, weil ich dachte mir so, da machen die nicht so, weißt du, so schmierige Hände. Er sagt extra für mich. Zwiebel. Er hasst Zwiebeln. Und er hasst Zwiebeln. Sorry, gell? Aber du bist ja trotzdem. Wir sind gerade Regensburg. Am Stau. Wir hatten schon 3-mal Stau bis jetzt. Aber die gehen nicht lange. Zwischen 10 und 15 Minuten eigentlich. So stop and go, you know? Ey, wollten wir nicht Burger King gehen? Jetzt sind wir wieder Burger King.
Toilette. Und Babywinkel kommt zu dir, ich mach dich. Ich muss auch auf Toilette. Das Problem ist, ich kann nicht außerhalb von zu Hause auf Toilette. Ich bin ein Home-Scheißer. Ich hab nicht mal viel getrunken. Ich hab viel getrunken. Und hab richtig Durst. Und ich dachte mir so, wenn ich schon hier so, mein Gott, dann nehmen wir halt ein Eis mit. Eis ist okay, ja, wir haben gesagt, keine Burger. Natürlich, ich muss wirklich auf Toilette, aber ich kann nicht hier drin, Gabriel Talk. Warum denn? Ich kann nicht draußen, die ich hasse es. Hä? Ist ja OCD. Ich krieg Cocktail. Ich brauch beiden Seiten, kommt raus. Du gehst in die Hocke. Natürlich, aber ja, ich finde das ekelhaft. Hey, sei mal froh, dass wir hier gerade alleine sind. Was hört sich da sogar Pipi drauf? Sei doch froh, dass wir alleine sind. Ich war noch nie froh in meinem Leben. Guck mal, hier kann ich niemand hören. Diese öffentlichen Toiletten, da sind 100 Stück in einem Gang. Ihr pinkelt dann im Korb. Ne? Wir sind erst 2 Stunden unterwegs, haben schon den ersten Stopp gemacht. Weiß nicht, ob das gut ist. Es gibt Leute, die sagen, was für ein Stopp, Junge, wir fahren jetzt durch. Aber ich will immer so alle 1,5 Stunden bis alle 2 Stunden will ich einen Stopp machen. Ein bisschen Füße austreten, was trinken und so, weil sonst. Honda, ist alles gut? Die macht die Kamera jetzt. Kriegst du das Wasser drauf? Ich kann nicht. Oh mein Gott, Alter. Das ist wieder eine Beziehung. Weil das Wasser gerade läuft, muss ich auch trinken. Ich war das erste Mal im Leben auf der öffentlichen Toilette und sage euch ehrlich, ich fühle mich so dreckig, ich mach das nie wieder. Nein. Was passiert, warum hast du nein gesagt? Ich hatte es in der Hand. Dann ist mir runtergefallen. Ich so, oh nein. Ich dachte, dein Handy wäre in die Toilette gefallen. Sag ich dir ganz ehrlich. Dann sag ich auch nicht, oh nein. Dann sage ich, hi. Meine Mama, wir telefonieren gerade. Willst du auch was vom Burger King? Kennst du wie so ein Kind? Was willst du, Mama? Mama, so viel Soße bei dir reingekommen. Wie viele Smarties? Oh mein Gott. Der hat nicht mal, also eigentlich musst du dafür bezahlen für die Soße. Ich habe hier noch Schokolade reingemacht. Du hast so viel Dings bekommen. Ja, der hat sogar Schokolade kostenlos reingemacht. Oh, eben. Weil ich so gemacht habe. Kriegst mein Telefon. Ich fühle mich hier wie beim alten Ehepaar, sage ich euch ganz ehrlich. Mein Onkel fährt los, er macht so, fuck, wir hätten warten sollen, wie soll ich denn jetzt essen? So diese, ich löse das Problem. Ich hab mich auch gefragt, wie wird der fahren und essen? Gut, dass es was anderes geht. Brötchen, Brot und so, hörst du in der Hand und isst. Ja, aber das Tropfen und so, das ist schwerer, ja. Und deswegen empfehle ich allen da draußen, besorgt euch eine große Schwester. Die organisiert dann solche Probleme und ihr könnt in Ruhe euer Eis essen, wisst ihr, was ich meine? Die löst solche Probleme und organisiert sie nicht. Was hab ich denn gesagt, organisieren? Zu spät. Oh, junge Leute, da war gerade das Schild mit Österreich. Ich hatte einen Job, 5 Stunden, Mama Mia. Wir sind aber jetzt in Österreich, also redet nicht mehr Deutsch, sondern Österreichisch. Wir reden nicht Deutsch. Was machst du da eigentlich? Ey Leute, ich hatte so ein King. Was ist denn, die Polizei das sieht, ich war nur ein Joke, setz mich jetzt hier noch richtig hin. Wie geht's dir? Von 1 bis 10? 10. Oh Leute, hey, das ist ein Schild. Oh, für mich machen die zweimal. Hey Leute. Willst du nicht so eine Vignette holen? Da vorne, okay. Und so eine Vignette! Vignette, du weißt, Bruder! Du weißt, Bruder, sagt sie, so eine 50-jährige am Steuer. Oh mein Gott, Leute, ich erinnere mich hier an den Parkplatz. Hier bin ich mal auf die Fresse gefallen. Was denkst du, wie lange wir gerade fahren? 5 Stunden. 5 Stunden fühlt sich an, Achtung, das war. Nein, es fühlt sich nicht so an, aber ich weiß, es sind 5 Stunden. Ich fühle mich irgendwie 2 Stunden. Für mich fühlt es an wie ein ganzer Tag, gell? Meine beide Beine, ich bin die ganze Zeit zum Schneider, sitze immer und ziehe dich zurück. Jetzt ziehst du nach hinten. Nein. Oh gut, ich will gar nicht nach vorne. Ich will auch nicht nach hinten. Ja. Aktuell ist es so, wir sind gerade in Österreich. Oh mein Gott, aktuelle Nachrichten. Mein Onkel meinte gerade so, boah, voll viele schreiben gerade über DM, also über Instagram-Nachrichten, dass sie in Ungarn lang gewartet haben an der Grenze. Die anderen schreiben, nein, zwischen Serbien und Kroatien mussten wir lang warten. Also habe ich einen TikTok gemacht und meinte so, wohin jetzt? Serbien, Kroatien oder Ungarn, Serbien? So, jetzt machen wir die Lachen alle Horner aus, tamam. Kroatien, Serbien, glaubt mir, in Ungarn ist viel mehr los als in Kroatien. Kroatien, Serbien, 1/2 Stunde gewartet. Andi schreibt, Ungarn, meine Freundin ist vorgestern nach Kosovo gefahren, in Kroatien 7 Stunden Stau. Also alle sagen Kroatien, Serbien. Haben wir Kroatien, Serbien, ne? Wir sind so schlau, wir haben uns einfach Filme runtergeladen, so ein paar, die wir noch sehen wollten. Wir haben zum Beispiel Escape Room, SpongeBob, Pinguin aus Madagaskar, so ganz viel Stuff. Und jetzt schauen wir den SpongeBob-Film, das ist SpongeBob Schwamm aus dem Wasser. I'm so excited. Tati, gucken wir zusammen, willst du da vorne hinlegen? Ja, ich nehme es auf den Schoß, oder? Okay. Tati, ich hab gerade Lachfleisch. Klopf, klopf! Oh Mann, wer ist da? Gib mal! Welcher Gib mal? Gib mal meine Formel zurück, Plankton! Das ist kaum so erwartet. Uns wurde
von einer Zuschauerin so eine App empfohlen, mit der kann man alle Grenzen sehen, also so mit so Überwachungskameras. Und es ist auf Türkisch, wir verstehen das nicht, aber mein Onkel hat es gerade gefunden. Ist nicht viel los. Boah, wie geil, das ist gar nichts. Zeig mal eine andere. Das ist Kroatien, Serbien. Das ist Kroatien, Serbien, Anna. What the fuck? Aber das müssen wir doch auch durch, oder? Ja. Achso, okay. Ey Leute, ich glaube wirklich, das ist die beste Autofahrt meines Lebens. Natürlich, du liegst und du hast einen Laptop und du hast einen Film, Horner. Ja, und Internet. Ich bin nie erwachsen. Das ist Harry Potter jetzt. Ich war schon, Leute denken schon fünf. Wir hatten in einer Tanke in Slowenien, weil wir die Vignette, so heißt das, gell? Vignette, oh Mann. Ich kann's nicht. Wir haben diese Vignette vergessen zu kaufen, wenn wir gleich rausgehen aus Slowenien. Dann hast du gesagt, normaler Rein musst du kaufen. Dann gibt es eine Strafe, wenn man die nicht hat. Wir gucken jetzt, dass wir hier eine gleich finden. Und ich gucke natürlich nach Essen, das ist ja sein Problem da. 22 Uhr, wir haben nichts gegessen. Komm her. Oh mein Gott. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich hab dich voll vermisst. Ich fühle mich so schlecht, dass ich ohne dich Spongebob geguckt habe. Wird jetzt hinten liegen, bis du dich ausruhen? Nein, eigentlich will ich Auto fahren. Ich fahre ihn alle zwei Minuten. Soll ich fahren? Ich gehe rein, doll so 300 Euro Strafe. Ich muss jetzt zahlen. Er so, nee, ich glaube, er gibt es ihm. Guck, siehst du den da drin, mein Onkel? Der hat gesagt, dein Hut ist schön. Machst du meine Vignette? Und ich gehe jetzt rein und sage, dein Hut ist schön. Machst du meine Pizza? Oh, ich wollte Dobrovice sagen. Ich wollte sagen, als wir fertig sind, Kuala Puno. Ein Jahr umsonst Kroatischunterricht genommen. Ah. Da ist nicht meine Person. Achso. Ich fühle mich schon zum dritten Mal, ich muss ja nur Kuala Puno sagen. Bitte, ich sag dir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Veggie-Sachen da haben, ist sehr gering. Heute müsst ihr das Fleisch essen, wir sind in Kroatien. Wir haben sowas nicht. Ich sag Veggie, er sagt, viel Fleisch, extra Fleisch. Irgendwo, nirgendwo ist einfach so. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt vertrauen kann. Der ist irgendwo, nirgendwo, Bruder. Sagt die ganze Gesundheitsamt, weiß ich selbst nicht. Es wird eine Pommes, sagt er. Ich glaube sogar, die haben Pastel und so. Ey, ich fühle mich heimisch, Digga. Lass reinkommen. Aber Auto ist zu. Kennst du, wir kommen raus und passen. Auto ist weg, die so. Das ist der Kanon in Kroatien. Sowas, aber nur mit Käse, Tomate, Salat. Was gibt es denn außer Sandwiches? Gibt's nichts anderes, vegetarisch. Haben die Pommes dadurch? Immer der Pommes frites? Nehmen immer. Ja, gibt's Pommes frites. Und deswegen liebe ich den Balkan. Schaut mal bitte, wie sauber es hier ist. Und die Frau am Eingang sind doch bei welche. Ich laufe so mit. Ich glaub, wieder haben so einen Ausdruck gesagt. Ich glaube, das ist kostet, gell? Laufen so weiter. Warte vor der Tür. Sie will andeuten. Ne, Geld geht nicht. Aber wir gehen zu Onkel, holen Geld. Das ist jetzt unser Essen. Mein Onkel hat Gulasch. Wir haben so ein Sandwich. Da ist nur so Gemüse drauf. Das wird halt halbiert. Tutti hat die andere Hälfte. Ein bisschen Salat und Pommes und Getränke. Die hat nichts Vegetarisches. Bevor das Essen kam, ich war zu meinem Onkel, weil die ziehen so eine Fresse. Weil wir haben noch nicht bezahlt. Mein Onkel bezahlt gleich. Also wegen der scheiß Toilette, Mann. Ich so, ey, die haben mich schon überall reingeschmuggelt. Er so. Es ist nicht lang, ne? Es dauert vielleicht 10 Minuten, dann sind wir dran. Mittlerweile fahren wir, glaube ich, seit, lass mich raten, 12 Stunden? Nee, weniger. 12 Stunden, 45. 13 Stunden, also krass. Ich habe gerade das zweite Mal Koffeintabletten genommen, mein Onkel mittlerweile jetzt auch. Ich habe heute Morgen 2 Stück genommen von denen und jetzt nochmal 2 Stück, weil ich die Nacht durchmachen möchte. Und Hanna sagt, die braucht mehr. Da ist ja keine Roskarte. mein Doi braucht ein bisschen mehr, ihr wisst. Er denkt, das waren Koffein, aber es waren Schlaftabletten. Ich will mit Tutti wechseln, damit Tutti fahren kann. Er lässt mich das Auto bis lange noch nicht fahren, was ich auch verstehe, weil es ist sein Auto. Ich würde mein Auto dir auch nicht geben, wenn ich fahren. Du darfst alles fahren. Hätte ich ein Flugzeug, du dürftest ohne Flugschein fliegen. Also ich habe keine Tabletten genommen, bis jetzt geht es mir ziemlich gut. Aber ich denke, wenn wir in Kosovo ankommen, werde ich so schlafen. Ich habe vergessen zu sagen, guten Morgen. Was ist das? Okay. Wir haben keine Eier gegenüber unserem Onkel. Ja, das dauert gar nicht lange. Doppeljutin. Kuala Puno. Jeder sagt was anderes, Digga. Jetzt kommt die serbische Grenze. Was machst du? Eine rauchen. Und wer fährt das Auto? Aber Heine. La mach Lehrgang, soll er selber laufen. Soll er seinen Weg nach Kosovo finden. Was willst du hier fahren, weißt? Oh mein Gott, ich zieh schon mal meine Schuhe. Steuer. Du läufst mit mir eine Runde, Tutti fällt Auto. Oh mein Gott, ich zieh die Schuhe an. Ich zieh jetzt einfach Turnschuhe an, gell? Damit ich alle 5 Minuten einen Meter fahren kann. Fahrradhaus. Nee. Tutti fährt. Und ich und mein Onkel gehen jetzt gucken, wie lang die Grenze ist. Weil ich hoffe. Ich fahre nach 12 Stunden und ich bin glücklich. Guck mal, die Digga. Wir gehen jetzt kurz abchecken, wie lang die Grenze geht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie fühlen Sie sich, dass Sie jetzt fahren dürfen? Ich bin so aufgeregt. Holla, wirklich. Auch wenn es nur so wenig ist. Ich steig einmal rauf. Ich sag euch ehrlich, wir stehen ja gerade im Stau natürlich. Aber ich finde, es geht voll schnell. Holla, wir werden nicht mal eine Stunde warten müssen. Chillt mal. Ich glaube, das hier wird nicht so lange gehen.
Ich will nur kurz klarstellen, dass wir wirklich 20 Minuten gebraucht haben. Nicht übertrieben, wirklich jetzt 20 Minuten. Wir sind die ganze Zeit gefahren, wir haben sogar ein paar von euch gesehen. Ich habe ein paar so gesehen durchs Fenster, gell? Ein Junge, so süß, gell, wenn du das Video siehst, küsst dein Herz. Ich laufe so ein bisschen auf der Straße, weil ich mag, während wir so Stau haben, so ein bisschen Beine freitreten. Ja. Ich höre, Tür geht auf, puff. Bruder, von 5 Autos nach hinten strich. Bruder, so ein kleiner Süßer. Ich bin ja, so, das ist Tutti. Er kommt so ans Fenster und macht so, Tutti. Ich so, ja. Er war so süß. Ich so, gehst du Kosovo? Er macht so, ja, wir sehen uns vielleicht bei AZ. Ich so, Bruder, hoffentlich. Ich höre, er war richtig süß. Die Grenze ging easygoing, zum Glück. Ich habe wirklich Minimum mit 2-3 Stunden gerechnet. Wir sind sehr zufrieden. Und wie lange brauchen wir jetzt nochmal bis Kosovo-Grenze? Da ist, wenn wir so jetzt ist kurz vor 3 durchfahren, jetzt tanken, nicht mehr anhalten. 9 Uhr sind wir da. Jetzt richtig da oder an der Grenze? An Grenze. Wir haben ja Plätze getauscht. Es ist jetzt vorne, Tutti sitzt hinten. Nein, das haben wir nicht geplant. Ich will wieder vorne sitzen. Nimm diese Kissen, leg dich hin, vertrau mir das bequem. Ich habe keinen Bock. So. In diesem Video will ich nur klarstellen, Rechte von Tiutas werden nicht akzeptiert und nicht wahrgenommen. Leute, es ist ziemlich dunkel, aber Tutti ist eingeschlafen. Erst meckert sie, sie will nicht hinten sitzen, vorne ist geiler. Guck mal, sobald sie hinten lag, zack, sie ist eingeschlafen. Sehr gut. Die Arme. Tablette hat nicht geholfen. Digga, du bist ja wach, ich dachte, du schläfst. Ich kann nicht schlafen. Ich habe so viel Koffein in mir. 5 Uhr, schon der 1. August. Und 200 Kilometer entfernt von Kosovo. Wir sind gerade in Serbien. Gerade ist die Sonne aufgegangen. Richtig geil. Es war vor 20 Minuten noch richtig, richtig dunkel. Und dann, bapp, die Sonne ist aufgegangen. Wie fit seid ihr von 1 bis 10? Ich bin, glaube ich, echt eine 10. 10? Ja, der hat gefühlt 10 Espressos getrunken. Dem geht's gut. Ich musste einfach gerade weinen. Ich hatte so Streuner gesehen. Die haben mir so leid getan. Die waren noch richtig jung. Und die wollten unbedingt gestreichelt werden. Aber die hatten Flöhe. Und ich kann die da nicht anfassen. Dann haben die mir so leid getan, weil die uns so zugeguckt haben, wie wir wegfahren. Ich glaube, ich werde dieses Jahr mehr weinen als was weiß ich was. Überall, wo ich einen Hund sehe, der so allein ist, ich glaube, ich werde einmal traurig. Die tun mir so leid. Nee, jetzt im Ernst, sie haben geheult. Das ist richtig traurig. Die Sonne geht auf. Die strahlt da so aus diesen Bergen raus wie bei Teletubbies. Vor uns waren so riesen Laster mit so viel Fracht und deswegen mussten die sehr langsam fahren. Da gab es ein bisschen Stau. Aber jetzt läuft's wieder. Und Tutti sitzt da hinten. Hast du geschlafen? Nein, habe ich nicht. Sehr gut, wir waren alle wach. Ja. Wir ziehen durch. Ratet mal, wie viel Uhr wir haben. Wir sind bei 8 Uhr. Wir haben schon 19 Stunden, also fast 19 Stunden sind wir fast unterwegs. Wenn wir es schaffen, Leute, unter 24 Stunden in Pristina anzukommen, dann fresse ich einen Besen. Ich dachte wirklich, wir werden über 30 Stunden brauchen. Wir hatten gar keinen Stau. Ihr habt es auch gesehen an den Grenzen. Gar keinen Stau. Horna ist mittlerweile schon eingeschlafen. Die Arme. Konnte aber auch gar nicht mehr. Mein Ziel war es eigentlich, bis wir halt zu Hause ankommen, durchzumachen. Aber ich bin eben eingeschlafen. Für 2 Minuten. Ich bin aufgestanden. Ich dachte mir so, sagt er noch in Serbien? Und diese Straßen, es ist nur in eine Richtung. Du kannst nur 50 km/h fahren. Hier sind überall LKWs. Der eine überholt, dann überholt der andere. Hier, LKW, da ist Gegenverkehr. Ich wollte durchmachen bis Kosovo, dann bin ich eben eingeschlafen, dann bin ich wieder aufgestanden. Und es hat sich angefühlt, als hätte ich eine Stunde geschlafen. Ey, ich hatte Sekundenschlaf meines Lebens. Und das habe ich durch, ich habe eigentlich nur 2 Minuten geschlafen. Aber diese 2 Minuten haben sich so lange angefühlt. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade so viel Energie und das mache ich safe durch bis Pristina. So, guck mal hier, einmal überholen. Digga, und Horna, ich lieb sie einfach. Und dann merkt man, Horna ist auch die Jüngere, ne? Irgendwann ist sie so groß und stark wie ich und wie wir. Schafft sie das? Meine Motivation ist eigentlich nur er, weil ich will nicht, dass er alleine wach ist, deswegen. We made it! Wir sind jetzt wirklich an der Grenze zu Kosovo. Sehr Junge, Kosovo. Sehr geil. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Hier sieht man einfach Leute, das hat er eben schon gesagt, mein Onkel, da, warte. Wie viele Leute gestern hier waren, hier ist überall Müll. Guckt euch das mal an. Die räumen das safe auch nicht auf. Die werden warten, bis es vorbei ist, die Sommersaison, und dann einmal. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen, Sonnenschein. Und ich weiß, wo es war. Wir sind in Kosovo. Echt? Ja. Ich hab's gerade eben geschlafen, ich stehe auf. Er sagt, die Fahrt rechts gerade nicht so. Bitte nicht. Guck, jetzt kontrollieren die. Einfach an der serbischen Grenze. Die holen uns raus, euer Ernst? Ich wusste es. Die laufen hier so rum, müsst ihr euch vorstellen. Hier an Fenster, bap, bap, bap. Und da gucken die rein. Der kommt jetzt zu mir, immer noch cool. Schlick hier wie ein Bastard. Das Ding ist, der ist ja die ganze Zeit hier so vorbeigelaufen. Wir mussten übrigens gerade eben aussteigen. Wir können jetzt nicht so filmen, weil hier sind überall Polizisten. Und ich will jetzt nicht so filmen, damit wir meinem Onkel noch so ein Problem bringen, weil er kriegt dann die Probleme, nicht wir. Der hat jetzt so alles durchsucht und so, alles abgetastet, mussten wir aussteigen, in den Koffer reingeschaut. Und jetzt ist der kurz mit meinem Onkel nach hinten gegangen. Zum Glück hat er nicht unseren Koffer aufgemacht. Leute, wir haben die Unterwäsche ganz oben. Ey, Bruder, ich habe Tutti gesagt, Tutti, die Unterwäsche nie nach ganz oben tun. Ich dachte jetzt so, ey, meine BHs und so ganz zu
Grenze wird sehen. So perfekt, Digga. Das ist so ironisch, weil Tutti, er ist so gelaufen. Tutti hat gesagt, wer ist das? Mein Onkel so, ja, diese Polizisten, die hier so schauen. Tutti so, ist doch kein Polizist, der sieht aus wie ein Dachdecker. Guck mal, jetzt Dachdecker fickt uns. Ja. Ich habe so Pickelchen bekommen, Leute. Kennt ihr das bei der Kosovo-Fahrt? Ihr kriegt plötzlich, oh nein, was ist denn hier passiert? Das habe ich auf der Lippe bekommen. Siehst du, warum zeige ich mich überhaupt? Halt. Wir sind da! Wir haben es geschafft. So muss jetzt das. Brauchen wir noch 20 Minuten bis Pristina. Guck mal da. Schild. Pristina. Dann sind wir da. On our road. Dann schlafen wir. Dann essen wir. Und dann schlafen beginnt die Reise. Wir noch mal. Ach so. Schlafen wir noch mal. Auf diesen Moment haben wir die ganze Zeit gewartet. Und das ist Tuttis Reaktion. Sehr stark, Tutti. Ja, diese Freude, die spürt man durch den Bildschirm. Jetzt läuft die Stoppuhr an. 20 Stunden. 20 Stunden? Ich dachte 30 Stunden. Es sind nicht mal 24 Stunden, Bro. Dolly, was hast du geschätzt? Weniger? Nein, so. Ja, eine sagt jetzt 13 so ungefähr, Stunden. Nein, so ungefähr. Wir hatten auch richtig viele Stopps. Ich fand die Fahrt richtig angenehm. Also, ich würde dir eine 5 von 5 geben, Dolly. 5 Sterne, würde ich sagen. Thank you, mein Name. Wir sind angekommen, Leute. Wir haben bis geschlafen. Bis gerade eben geschlafen, Zwischenstand. Wir haben 22.17 Uhr, ja. Aber mir geht's voll gut. Ich habe richtig gut ausgeschlafen. Wie lange haben wir jetzt geschlafen? Wir sind so gegen 11 Uhr eingeschlafen. Boah, fast 12 Stunden. Ja, war nötig auch. Es war richtig nötig. So, wir sind aber jetzt fit. Wir werden gleich Videos cutten. Wir wollten ein Riesenlob an unseren Onkel aussprechen. Ja. Weil wir sind 24 Stunden gefahren. Ständig Kamera, TikTok, Instagram. Oh Gott. Die ganze Zeit mit Insta fertig. Jetzt kommt TikTok. Noch für YouTube und so. Mein Onkel alles mitgemacht. Er hat nicht einmal gemeckert, er hat sogar noch unterstützt. Also, ey, gleich kommt das müsst ihr filmen, weil er kennt sich ja, ja aus. Gleich kommen die Berge, das müsst ihr aufnehmen und so. So viel Liebe. Also, danke, Doy, du bist der beste Onkel. Ich schwöre, du bist der beste Onkel dieser Welt. So viel Geduld, so viel mitgemacht und ja, erstmal Lob an ihn. Er ist auch durchgefahren, war nicht mal gereizt, nicht mal gemeckert und so, hat alles mitgemacht, hat gehalten, wenn wir auf Toilette mussten. Ich schwöre, also Leute, ich schwöre, das ist der beste Onkel dieser Welt. Ich bin so dankbar, wir sind sogar angekommen unten. Ich habe noch ein paar TikToks gedreht, der hat einfach alles mitgemacht. Ja. Ich denke mir so, er war nie gereizt. Nie. Obwohl er die ganze Zeit gefahren ist, 24 Stunden. Falls ihr Bock habt auf geile Vlogs aus Kosovo, ja, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben, weil wir sind ready. Wir werden die cutten, wir werden produzieren. Like das Video.